Blomberg TV. Frauenhandball-Bundesligist HSG Blomberg-Lippe setzte sich mit 32:24 gegen Trier durch. Allerdings tat sich die Truppe aus der Nelkenstadt vor 791 Zuschauern an der Blomberger Ulmenallee auch zum Unmut von Trainer André Fuhr rund eine Dreiviertelstunde lang recht schwer. Der Gast lag nach 5 Minuten mit 3:1 vorne und war auch zur Halbzeit beim 15:17 noch in Schlagdistanz. Nach dem 23:21 in der 47. Spielminute sorgten die Blombergerinnen mit einem Zwischenspurt zum 27:22 dann aber für die Vorentscheidung und siegten am Ende verdient mit 32:24. Einen guten Einstand nach langer Pause feierte Gisa Klaunig, die für die verletzte Franziska Müller sogar zeitweise auf Linksaußen spielte. Nach dem Spiel zog André Fuhr ein zweigeteiltes Fazit. Ich freue mich über die beiden Punkte, die wir eingesammelt haben. Und wir haben jetzt nicht mal ein Feuerwerk abgebrannt, aber wir haben zu Hause mit 8 Toren gewonnen. Und da dürfen wir auch nicht jammern, das wäre schon unpassend. In der ersten Halbzeit hatten wir einfach für den Abwehr gar keine Anstellplätze gefunden. Wir haben die alle auf 10 Meter verteidigt und dann im Rücken der Abwehr sind wir immer wieder hinterlaufen worden. Das hat nicht funktioniert. Und wir wissen eigentlich, dass wir vor allen Dingen über die Abwehr zum Torerfolg kommen, über leichte Tore, über Tempo-Gegenstoß. Und als wir das besser in den Griff bekommen haben, lief es auch deutlich besser. Wir haben es dann versäumt, den Sack Mitte der zweiten Halbzeit endgültig zuzumachen und hier immer ein bisschen im Spiel gehalten. Das wollten wir eigentlich nicht. Aber alles in allem, hatten wir schon gesagt, haben wir den 5-0-Sieg in die Reihe eingefahren. Und das ist für unseren Verein sicherlich was Besonderes. Und